Hi Vogue, ich bin Stefanie Giesinger und heute zeige ich euch meine Post-Vacation Beauty-Routine. Ich hatte gerade 7 wunderschöne Tage in der italienischen Sonne, aber ich glaube, meine Haare und meine Haut haben so ein bisschen unter sehr viel Sonne, sehr viel Salzwasser gelitten. Dementsprechend fange ich an mit einem Öl und hierfür verwende ich meine eigene Skincare Moi. Und ich benutze das Öl nicht nur auf meiner Haut, sondern auch in meinen Haaren. Dafür nehme ich ungefähr so eine Pipette voll in meine Handfläche und verteile sie in meinen Händen und trage sie dann in den Haarspitzen auf. Und das hilft vor allem, um das Haar zu schützen vor dem Duschen, damit die Spitzen nicht noch mehr austrocknen. Ja, die sind sehr trocken. So, jetzt benutze ich eine Klammer und mache erstmal meine Haare zusammen und lasse das Öl auch so ein bisschen einwirken. Fast schon wie eine Maske. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Gesicht richtig puffy ist, vor allem nach so einem Sommerurlaub. Keine Ahnung, was es ist, ob ich jetzt dehydriert bin oder sonst was. Auf jeden Fall möchte ich erstmal meine Lymphe so ein bisschen öffnen und so ein bisschen die Flüssigkeit aus meinem Gesicht massieren. Ich zeige euch, wie ich das mache. Wir nehmen das Öl, eine ganze Pipette voll und tragen es erstmal im ganzen Gesicht so tupfend auf. Ja, jetzt glänze ich wie eine kleine Speckschwarte. Lieben wir. Wir öffnen die Lymphe hier unten mit ganz leichtem Druck, drücken da immer wieder ein bisschen dagegen. Meine Mama ist Kosmetikerin, deswegen habe ich alles von meiner Mama gelernt und diese Lymphdrainagen und Massagen mache ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren und ich finde tatsächlich, dass sich mein Gesicht verändert hat im positiven Sinne. Durch die Durchblutung habe ich auch das Gefühl, dass meine Haut doch schon viel praller und so glowier wurde, seitdem ich das mache. Und meine Unreinheiten wurden weniger. Also vielleicht ist das wirklich das größte Beauty-Secret ever. Dann öffne ich gerne so meine Finger, Zeigefinger und Mittelfinger und gehe auch so unter meiner Jawline entlang zum Ohr. So, jetzt ist meine Massage auch schon zu Ende. Ich bin hellwach und meine Haut ist bereit für den Tag. Ich springe jetzt schnell unter die Dusche und ich sehe euch gleich wieder. Okay, so jetzt trockne ich ganz kurz meine Haare ein bisschen ab und trage schon mal ein Öl auf. Dafür verwende ich True Soft Argan Oil von Maria Nila. Und das ist gut als Schutz, denn ich werde meine Haare gleich föhnen nach meiner Skincare. Jetzt wasche ich zuerst mein Gesicht und dafür verwende ich mein Moi Reinigungsschaum. Der ist super sanft und vor allem nach dem Urlaub. Die Haut ist eh schon gestresst vom Flug und von der Sonne und vom Salzwasser. Deswegen verwende ich was, was super mild ist. So sieht der Schaum aus. Sieht auch einfach happy aus. Schaum macht mich einfach glücklich. Deswegen trage ich auch noch mein Schlaf-T-Shirt, Leute. Ne? Hätte ich jetzt schon mein Outfit an, es wäre versaut. Okay, wir nehmen viel Schaum. Ich liebe viel Schaum. Und damit wasche ich mir mein Gesicht. Oh, ich liebe es. Also schön wichtig, das Gesicht richtig gut zu reinigen. So in kreisenden Bewegungen. So, mein Gesicht ist jetzt gewaschen und trocken. Aber ich will eigentlich eine feuchte Haut und darauf dann meine Skincare aufbauen. Deswegen trage ich ein 120-Hour Liquid Hydrator auf von No Cosmetics. Ich liebe den. Und ich mag es nicht, Wattepads zu benutzen. Deswegen trage ich den auch einfach so auf. Sieht sehr lustig aus, ich weiß. Aber ich liebe es. Und dann ist die Haut auch richtig schön feucht. Und man kann darauf echt guten Serum auftragen. Das habe ich jetzt auch erst vor einem Jahr gelernt. Man sollte vor allem hydrierende Serien eher auf eine feuchte Haut auftragen. Das kann dann viel besser in die Haut eindringen. Und jetzt verwende ich ein Serum, das von Kaya, Dew Boost Serum. Und jetzt wollen wir die Feuchtigkeit, die wir aufgetragen haben, auch einschließen. Dafür brauchen wir eine Creme. Da kann ich euch nur meine Creme empfehlen. Die ist aber auch echt verdammt gut und die riecht auch gut. Und vor allem ist sie auch für sensible Haut geeignet. Ich verwende ungefähr so viel. Verreibe das in meinen Händen. Und dann wieder schön von innen nach außen und eher tendenziell nach oben auftragen. Als letzten Schritt in meiner Skincare-Routine verwende ich natürlich einen Sonnenschutz. Das ist
Nummer 1 Grund, wieso deine Haut altert oder auch schneller altert. Dementsprechend habe ich hier eine von Jean and Lean, ohne Gedöns. Es ist eine 50er Sonnencreme, geeignet für sensible Haut. Und die trage ich auch eher tupfend auf. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren die Pille abgesetzt. Und let me tell you, meine Haut ist ausgeflippt. Es war so schwer und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich hatte auf meiner Stirn einen kompletten Streuselkuchen und auch so hier und die Nase und generell meine ganze Haut ist wirklich einfach ausgebrochen. Und das hat einfach gedauert, bis sich das hormonell wieder eingependelt hat. Aber das war echt ein schlimmes Jahr für mich. Und das klingt so oberflächlich, aber wenn man sich im Spiegel anschaut und sich nicht wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus. Und ich hatte in dem Jahr so wenig Selbstbewusstsein. Ja, das war echt nicht so toll, muss ich sagen. Und da das Einzige, was mir geholfen hat, weniger ist mehr. Weniger Produkte ausprobieren, weil man tendiert ja eher dazu, ganz viel auszuprobieren, ganz viele teure Sachen zu kaufen. Und das hat es irgendwie sogar schlimmer gemacht. Ernährung, vegan sein, viel Wasser trinken, viel Gemüse und Obst essen, war eigentlich so das Einzige, was mir da auch geholfen hat. Und jetzt ist meine Haut echt glücklich und vor allem bin ich sehr glücklich darüber. Und das ist für mich die schönste Zeit, 20 Minuten am Morgen für mich und meine Haut zu nehmen. So, jetzt föhne ich mir schnell die Haare und ziehe mich um und dann gibt's ein bisschen Make-up-Time. I'm back. Ich bin angezogen. Ich habe auch meinen Schmuck an und jetzt fühle ich mich wie Steffi. Nur eine Sache fehlt, Make-up. Aber alles so auf Post-Vacation-Style, dass ich immer noch aussehe, als wäre ich gerade aus der Sonne gekommen. Ich finde, das ist immer der schönste Look. Deswegen starte ich mit einem Self-Tan. Das ist Revita Sun, ist ein deutsches Unternehmen, es ist auch vegan und hat einen Soforteffekt. Deswegen verwende ich das auch zum Konturieren. Erstmal hier das Gesicht ein bisschen frei machen. Und jetzt trage ich ein bisschen von diesem Self-Tan im Deckel auf und dann nehme ich wirklich so eine ganz normale Brush und trage das auf, als wäre es eigentlich Bronzing Powder. Also schön so auf der Stirn und auf den Wangen. Also da, wo die Sonne eben als erstes raufkommen würde. Dann nehme ich einen etwas festeren Pinsel und verteile das Ganze. Und vor allem mag ich auch das Konturieren hier unter meinem Kinn. Und dann auch wieder mit dem festeren Pinsel verteilen. Und ich finde, das sieht so natürlich aus und macht trotzdem total viel aus. Ich trage das sogar so ein bisschen auf dem Lid auf. So an der Seite. Und es schmälert auch so ein bisschen das Gesicht. Das war der erste Schritt. Ich trage keine Foundation auf, weil meine Haut gerade eh ganz happy ist. Und nach dem Urlaub brauche ich das auch gar nicht. Ich trage eh selten Foundation. Ich bin irgendwie kein Foundation-Fan. Ich mag es eher natürlich. Deswegen trage ich eher Concealer. Und davon ganz schön viel. Eigentlich ersetzt es meine Foundation. Ich verwende dafür den Kosas Concealer. Ich trage den Concealer immer bis zum Nasenrücken auf. Und auch hier im Inneren vom Auge, also unten drunter direkt und hier für den kleinen Eye-Lift-Effekt und auch direkt unter meine Augenbraue. Und immer darauf achten, dass es eher nach oben geht. Mundwinkel nach oben und unter der Nase auch nach oben. Und ja, was soll der Geiz? Auch so ein bisschen zwischen den Augenbrauen. Und während dem Verblenden auch eher immer die Bewegung nach oben führen, dann gibt es auch einen kleinen Lifting-Effekt. Ich war jetzt vor kurzem auf Capri und ich bin auch ganz alleine hingeflogen, bevor ich echt Angst hatte. Im Flugzeug hatte ich so eine Mini-Panikattacke und war so, oh mein Gott, ganz alleine fliege ich jetzt nach Capri und habe das noch nie gemacht. Ich war so nervös
Und sobald ich da angekommen bin, war ich so, das mache ich jetzt, glaube ich, öfter. Man lernt sich so unglaublich schön selbst kennen, wenn man alleine verreist. Du bist natürlich total aus deiner Comfortzone raus und musst eigentlich mit anderen Menschen interagieren. Und ich war eigentlich immer eine sehr schüchterne Person. Durch das Reisen habe ich gemerkt, ich muss eigentlich vor gar nichts Angst haben. Überall auf der Welt sind Menschen wie du und ich und sie wollen eigentlich auch nur interagieren und haben auch ihre Ängste und Sorgen und sind nervös. Und wenn man dann nur ein Gespräch anfängt, ist es gleich so, ha, wir sind alle nur Menschen, wie schön ist das denn? Was mache ich denn als nächstes? Ich glaube Rouge. Denn Rouge ist auch so ein Post-Vacation-Ding für mich. Ich liebe es, wenn man so leicht rötliche Haut hat. Wobei das natürlich nicht gut ist, weil wir wollen nicht verbrennen. Aber es sieht immer total süß aus, deswegen faken wir das mit Rouge. Und dafür habe ich auch den perfekten Ton für mich selbst gefunden. Natürlich hat jeder Mensch einen anderen Unterton. Aber ich habe so einen richtig krass roten Unterton, der mir gut steht beim Rouge. Ich zeige es euch mal. Sieht irgendwie voll natürlich aus, als wäre ich echt so gerade in der Sonne gewesen. Dann ist es auch wichtig, dass man es an den höchsten Punkten aufträgt, vom Wangenknochen und auch so ein bisschen auf der Stirn, auch wenn sich das komisch anfühlt, aber da würde die Sonne zuerst raufknallen und auch so ein bisschen auf dem Nasenrücken. Jetzt nehme ich einen Bronzing Powder von Miriam Jaks. Schön Bronzer. Auch wieder an den höchsten Punkten eher auftragen. Jetzt auch ein bisschen flächiger. Schön auch auf dem Hals auftragen, damit es da keinen großen Farbunterschied gibt zwischen Haut und Hals. Haut und Hals, Gesicht und Hals. Meine Güte, Multitasking ist echt nicht mein Ding. Gleich brauche ich noch einmal Concealer. Ich habe euch gesagt, ich bin nicht sparsam mit Concealer. Diesmal trage ich den Concealer auf meinem Handrücken auf und dann so ein bisschen spezifischer und konkreter an der Nase. Ja, das macht einfach so viel aus. Ich finde, die Nase sieht dann so viel schlanker aus. Und unterm Auge. Ich bin so ein großer Fenty Rihanna Fan. Ich liebe ihre Produkte. Ich benutze den Highlighter Lightning Dust unter meiner Augenbraue. So. Und dann den Fire Crystal auf meinem Augenlid und vor allem auch so im Inneren vom Augenwinkel. Jetzt benutze ich von Charlotte Tilbury, auch ein Riesenfan von ihr, Instant Look of Love in the Palette, Pretty Blushed Beauty. Pretty Blushed Beauty, that's me! So, dann verwende ich mal hier irgendwas um mein Auge so ein bisschen einzulegen. Und dann gehe ich gerne mal mit dem Puder so komplett rüber, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Jetzt benutze ich einen Augenbrauenstift von Loni Bauer, ist eine ganz tolle Herren Make-up-Artistin. Da gibt es einen dunkleren und einen helleren Ton. Ich verwende erstmal den dunkleren Ton, um meine Augenbrauen aufzufüllen. Ich habe da so ein paar Lücken. Ich bin eigentlich super happy mit meinen Augenbrauen, aber die aufzufüllen, das sieht dann einfach total satisfying aus. So, jetzt kommt ein Beauty-Tipp. Erstmal, jedes Mal, wenn ich so ein Pickelchen habe oder inzwischen auch nur noch eine Kruste, weil ich daran vielleicht ein bisschen rumgepult habe, lasse ich ihn wie so ein kleines Muttermal wirken, indem ich da mit dem Augenbrauenstift draufgehe. Und das Gleiche mache ich mit den bereits existierenden Muttermalen. Und dann verwende ich auch noch die dunkle Seite, um so einen ganz kleinen Eyeliner zu kreieren. Aber echt so einen minimalen, ganz natürlichen. Hier. Und jetzt, wir verwenden den Augenbrauenstift für die Lippenkontur. Den dunklen nur oben und unten. Das hat auch so einen kleinen Y2K-Look. Und dann auch in der Mitte eine Falte einzeichnen und hier an den Seiten. Und dann nehme ich die hellere Seite und konturiere hier zum Schluss. Also ich ziehe dann einfach diese Linie bis zu meinem Mundwinkel. Wir verblenden das Ganze einfach mit einem Pinsel, dann wird es auch schon viel natürlicher. Weil eigentlich soll das nur so einen Schatten erzeugen. Ratet mal, was jetzt kommt.
schon wieder Concealer so ein bisschen auf dem Handrücken und ich verbessere einfach die Lippenkontur ein bisschen. Jetzt Augenbrauengel, um die Augenbrauen auch in der richtigen Form zu fixieren. Und dafür kämme ich gerne meine Augenbrauen nach oben. Und jetzt brauchen wir natürlich Mascara. Das ist eine Mascara von Loni Bauer, by the way. I like a lot. Und ich habe mal von einem Herrn Make-up-Artisten gelernt, zuerst die Wurzeln, die Haaransätze, die Wimpernansätze tuschen und dann eben die Spitzen. Also jetzt habe ich obviously viel Mascara da, wo Mascara eigentlich gar nicht hingehört, um das Auge herum. Deswegen nehme ich mir zwei Pinsel, einmal so einen festeren und einmal so einen etwas weicheren, mit dem ich auch den Concealer aufgetragen habe. Und dadurch, dass die Mascara jetzt auch schon getrocknet ist, kann man sie ganz leicht von der Haut entfernen. Den Pinsel nehme ich einfach so ein bisschen flach und versuche, die Mascara einfach so von der Haut wegzunehmen. Jetzt verwende ich Your Lips But Better Lip Oil von Miriam Jax, also Jax Beauty Department. Und das ist echt einfach so ein richtig nices, ja, so ein festeres Öl, was eigentlich eine Lippenpflege ist, aber trotzdem sehr schön glänzt. Und jetzt, weil ich ja wirklich so aussehen will, als wäre ich gerade aus der Sonne gekommen, noch einmal Rouge. Aber diesmal ein Rouge Stick. Und zwar auch von Jax Beauty Department, auch von Miriam Jax, das ist eine ganz tolle Herren-Make-up-Artistin. Und die Farbe heißt Brick. Und die trage ich diesmal mit dem Finger auf. Dann ist es nochmal ein bisschen intensiver und wieder am allerhöchsten Punkt von meinem Wangenknochen. Ein bisschen auf dem Nasenrücken. Cute! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war meine Post-Vacation-Beauty-Routine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye!